steht Sony. Das Produkt sieht aus, als käme es von Warner. Willkommen zurück hier auf Dave's Movie Place. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ihr habt es wahrscheinlich schon am Thumbnail gesehen, dass ich nicht begeistert bin. Denn ich habe mir nun endlich, ist es da, die Better Call Saul komplett Serie auf Blu-ray gegönnt. Was ihr hier nehmen könnt, weil das große, fette Emery Keep Case, was hier sehr liebsam... Unliebsam, oh, hier haben wir schon einen riesigen Abrieb am Schuber. Der Tag wird immer besser. Was ihr hier entnehmen könnt, also das Ganze auf Blu-ray, eine Komplettserie. Ich habe lange drauf gewartet, seit dem Jahr 2015, denn ich bin ein riesen Breaking Bad Fan und das Team von Breaking Bad, welches ja auch die Serie produziert hat, hat sich dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, ich glaube 2013 war hier das Finale und hier ging es 2015 los. Die haben sich dann nochmal um diese Prequel-Serie gekümmert, die auch so ein bisschen Sequel-Prequel-Elemente hat. Ja, aber im überwiegenden Teil ist es die Vorgeschichte. Denke ich einfach mal, denn ich habe nichts davon gesehen. Ich weiß nichts davon. Ne? Natürlich, Bob Odenkirk als Saul Goodman ist ja dabei, genauso wie Gus Fring. Und auch der liebe Mike, ne, mein Lieblingscharakter, also von daher ist das Ganze ja schon mal ein bisschen an Spannung, wird ein bisschen Spannung entnommen, weil man weiß ja, die müssen ja mindestens überleben, zumindest in den Prequel-Sequenzen, weil Breaking Bad kommt ja laut der chronologischen Erzählung erst noch. Genau, oh, Hector Salamanca sehe ich hier auch schon wieder. Also ich bin wirklich wahnsinnig auf die Serie gespannt, man hört wirklich nur Gutes, ganz im Gegensatz zu dieser Veröffentlichung hier. Und da würde ich sagen, wir gucken jetzt mal nach dem Intro rein, ne, wie lieblos das Ganze hier zusammengepackt ist und ob das Ganze überhaupt heil bei mir angekommen ist. Denn ich habe das Ganze im Dezember vorgestellt. So. Und letzte Woche, ne, habe ich meine große Uncle Ben's Reisbestellung getätigt. Ne, 9x500 Gramm, da könnt ihr euch schon mal ausrechnen, das sind mindestens mehr als 600 Gramm. Das wiegt einiges. Das waren zwei separate Bestellungen. Die hatten wir zusammen in ein Paket gepackt. Ich blende euch das Ganze ein und ich hoffe nur, dass hier alles heil ist, weil so ein Ersatz-Keep-Case würde ich jetzt nicht einfach so herbekommen. Da müsste ich das Ganze reklamieren. Es ist aufgeführt, es ist verzeichnet, dass das Ganze zusammen in ein Paket gepackt wurde. Da denke ich mal, habe ich gute Chancen, wenn es denn hoffentlich nicht so sein sollte, das hier ersetzt zu bekommen, weil wenn ich das hier schon wieder hier sehe, hoffentlich blendet es ein, diese übelste Abschürfung hier am Schumer, da kommt mir schon wieder das Kotzen, genauso wie, dass hier kein FSK-Sticker aufgeklebt ist. Das ist mitten auf dem Schumer FSK, wie schon gesagt, das Ganze hier hat Warner-Qualität. So, wenn ich jetzt, und das ist die Erstauflage, liebe Leute, ich könnte es verstehen, wenn man lieblos nochmal nachrüstet, nochmal was rausscheißt, wie sie es ja hier mit Breaking Bad gemacht haben. Aber ich habe ja, ich rede mich gerade in Rage, ich weiß, ihr müsst schon lange das Intro folgen, aber mich kotzt sowas an, weißt du, das ganze Ding, es hat ein bisschen was gekostet, ne, und dann möchte ich ein bisschen Qualität haben und ich habe mich auch schon vorinformiert in manch anderen YouTube-Kollegen in Amerika und Australien, die haben ebenfalls bloß so einen lieblosen Keepcase und Schuber VÖ bekommen, ne? Wenn wir jetzt mal gucken, in die Breaking Bad Erstauflage, da haben wir hier diese sehr, sehr stabile, es ist zwar bloß Pappbox, aber wir haben hier noch einen Magnetverschluss. So, und in dieser Box haben wir schön gestaltete kleine Digipacks für jede Season. Ja, muss ich jetzt nicht nochmal alle zeigen, aber wie schon gesagt, die sind halt sehr schön. Die sind halt hier vorne und hinten sehr schön gestaltet. Ja, natürlich gut, kannst die auch wieder mosern, weil die Discs sind hier halt dann auch in der Pappe eingesteckt, also ja, die Disc-Unterseite wird dann halt schon jedes Mal mit beim Rein- und Rausschieben an ihr wird gerieben, sagen wir es mal so. Und es ist nicht im Positiven. Gut, also, jetzt kommt das Intro. Wir gucken, was das Ding hier kann. Von der Serie wollen wir gar nicht sprechen. Die soll ja richtig, richtig geil sein. Ich freue mich da, was das angeht, wahnsinnig drauf. Aber hier diese VÖ, ja, Sony, das ist, ihr seid Marktführer, ihr seid Sony Pictures. Das muss man sich mal überlegen. Ja, und hier Jeff Bezos, also man kann heutzutage wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. So, jetzt das Intro, wie schon vor fast 5 Minuten versprochen. Und dann gucken wir hier rein und hoffen mal, drückt die Daumen, Leute, dass alles gut gegangen ist.
Und wenn ihr die Serie schon gesehen habt, dann bitte, bitte keine Spoiler in die Kommentare. Das wär sehr schade. Ich würde euch dann auch blocken. Egal wer es ist. Wollen wir jetzt trotzdem mal reinschauen, denn ja, trotz des ganzen Unmutes bin ich natürlich jetzt froh, endlich die Serie auch mal sehen zu können. Ich muss erst mal schauen, eigentlich könnte ich die komplett im O-Ton anfangen oder auch nicht. Ich muss erst mal sehen, wie gut die synchronisiert ist und wie zufrieden ich damit bin. Ja, womit ich nicht zufrieden bin, das habe ich euch ja vor uns hier schon gezeigt, ist hier dieser extreme... wo haben wir jetzt am besten mal den Fokus? Ach, das ist natürlich sehr ärgerlich. Gut, ich habe noch schwarzen Lack da. Da kann ich hier ein bisschen mit dem feinen Pinsel, der dazu ist, ein bisschen dran rumtupfen. Das saugt eigentlich relativ gut auf. Und dann müsste das gehen. Ich meine, gut, es ist bloß ein Schuber. Ne? Es ist ja die leichteste Pappe, die man sich vorstellen kann, weil das Ganze darf ja natürlich in der Produktion kein Geld kosten. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir für den Kunden Service bieten? Ne? Also das, so geht's nicht. So haben wir ja nicht gewettet. So, auf dem Spine, auf dem fetten Spine sehen wir ja 19 Disc-Set. Das Logo der Serie, die komplette Serie. Sony, Blu-ray. Und auf der Rückseite haben wir ja noch ein paar Bilder der Darsteller, den Titel und noch ein paar Inhaltsangaben und Text zum Bonusmaterial, über 70 Stunden Bonusmaterial, wie viele Folgen hier auf dieser bzw. in dieser kompletten Serie enthalten sind. Das ist nirgendwo aufgeführt, das finde ich schon wieder ziemlich schwach. Es sind, ich habe es nachgelesen, 63 Folgen. So stand es zumindest im Internet. Genau, hier die technischen Angaben zum Film, das ist schon wieder... Wer schreibt sowas? Echt. High Definition, Widescreen für alle, die es interessiert. Ne? Das ist so das typische, das Bonusmaterial ist auch in High Definition. Da kann man ja heutzutage schon froh sein. Obwohl, na gut, es ist aber auch eine neu produzierte Serie. Credits, Dolby Audio im Vertrieb von Sony etc. Natürlich ist das Ganze ein, ja, kann man sagen, Repack. Also hier werden die ganzen Discs enthalten sein, die auch schon im Laufe der Jahre in den Emery Cases rauskamen. Mal rückwirkend betrachtet hätte ich da jetzt eigentlich mehr davon, weil ich hätte verschiedene Cover, ne, verschiedene wunderbare Motive und könnte sie mir dann auch einzeln chronologisch in meine chronologische Sammlung einsortieren. Von daher, naja, gut. Es ist, wie es ist. Wir stellen die dann im Regal neben die... Ja, hier war schon die erste Disc-Locker. Neben die Breaking Bad Serie. Genau. Und wir sehen schon, das Ganze ist hier mehrfach übereinander gesteckt. Also liebloser und Disc-unfreundlicher hätte man die ganze Box hier nicht gestalten können. Gut, also ich werde hier jetzt auch nicht jede Disc einzeln rausnehmen. Die Leute, die die Serie schon physisch in der Sammlung haben, die werden sich denken oder die wissen schon, wie denn die jeweiligen Discs aussehen. Ich möchte bloß nochmal vergewissern, dass hier alles noch nach dieser holprigen und schweren Lieferung alles so recht eingesteckt ist, wie sich das denn auch gehört. Wir haben hier auf der Rückseite ein Disc-Verzeichnis. Das ist natürlich auch wieder sehr faul. Früher hatten wir da Booklets und das bedeutet natürlich auch, Sammler sein ist manchmal wirklich nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. So, dann haben wir hier, also gebrochen ist schon mal nichts, das ist schon mal wenigstens erfreulich. Ja, und das lässt natürlich auch bestätigen, dass ich hier auch für dieses Cover kein Wendecover habe. Also von daher habe ich hier auch das FSK-Logo. Gut, dann würde ich mal sagen, ziemlich enttäuschende Nummer. Trotzdem bin ich auf die Serie gespannt. Ja, es ist eine enttäuschende VÖ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da schon nach all den Jahren und all dem Hype, ich weiß nicht, ist es ein Hype, wird er ihm gerecht,
Einige werden es wissen, ich werde es noch sehen. Ich hätte mir da hier schon ein bisschen was Besseres erwartet, vor allen Dingen auch für den Preis, ne, für 139 Euro. Da kommt Freude auf. Auf jeden Fall. Gut, aber ja, genug gemotzt und sich geärgert. Ich werde mir jetzt die Serie gönnen. Inwieweit ich mich da zusammenreißen kann, werden wir mal sehen. Also bei House of the Dragon, da konnte ich mich ja wirklich insoweit zusammennehmen, dass ich da wirklich eine Woche eine Folge geguckt habe. Hier werde ich sehen, ne, wie weit ich denn, wie sehr es mich packt. Ne? Vielleicht so 2 bis 3 Episoden die Woche, muss ich erstmal sehen. Aber man muss ja auch Zeit haben und ich möchte auch für euch auch noch weiterhin Filme gucken und die auch für euch rezisieren. Gut, und Videos drehen muss ich natürlich auch noch. Ne? Und Sport treiben muss ich natürlich auch noch. Also das, hier wird nichts vernachlässigt, höchstens dann das Serienvergnügen. Dann soll es das an der Stelle schon gewesen sein, noch ziemlich ein ziemliches Borderline-Update, wenn man mal so sagen. Dann bedanke ich mich trotzdem, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr hier aufmerksam geworden seid. Ne? Vielleicht, wenden sich jetzt auch einige von dieser Komplettbox ab und sagen, ja, ich gucke lieber mal bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen, ob ich denn die Staffeln fürs Auge auch noch einzeln bekomme. Ne? Dann, wie schon mal gesagt, verabschiede ich mich. Bleibt gesund auf jeden Fall. Bis zum nächsten Video. Das wird aber dann auf jeden Fall das Deep Red Gore Nummer 6 sein. Zusammen mit dem Alex von Aquifest Filmmaker. Darauf freue ich mich. Da sehen wir uns. Und damit sage ich Tschüss. Euer Dave von Dave's Movie Place.